Weiter mit Shadow Gambit, direkt da, wo wir nach der letzten Episode aufgehört haben. Wir fahren zurück auf die Morgenscheininsel und holen unsere Crew, denn ein Schiff braucht eine Crew. Also legen wir los, bevor wir zu lange rumhängen. Tageszeit, Dauer, Crewgröße, das schauen wir mal nach, ob das hier irgendwie relevant für uns wird. Wir holen die Crew und dann raus da. Schwierigkeit lassen wir erstmal auf der 3. Wenn es zu einfach wird, können wir noch eins weiter hochschalten. Wo ist denn hier der Unterschied eigentlich? Okay, Spielermunition, Erkennungsgeschwindigkeit, Spielergesundheit. Spielergesundheit ist mir eigentlich total egal. Munition, müssen wir mal schauen. Erkennungsgeschwindigkeit macht, glaube ich, auch keinen großartigen Unterschied. Ich denke, wir werden dann früher oder später verflucht umstellen können. Außer das Spiel wird wirklich irgendwann hässlich. Also, ne? Komm mal rein. Wir sind wieder in Morgenschein. Sind wir. Und ich habe letzte Episode noch gesagt, wir kommen bestimmt nochmal hierhin zurück. Du hast sehr präzise auf die Karte gezeigt, Frau Navigatorin. Nun zur nächsten Aufgabe. Ja, in Sea of Thieves braucht man einen Navigator, sonst fährt man irgendwo hin. Jetzt habe ich irgendwie Lust, Sea of Thieves zu spielen, nachdem ich die ganzen Inseln hier gesehen habe und die Musik höre. Ist das noch cool? Ich glaube, ich habe 3 Seasons verpasst oder so seit letztem Mal. Sie können noch wiederbelebt werden. Doch wir müssen ich glaube, ich spiele nicht mehr, seitdem es diesen dedizierten PvP-Modus gibt, wo man unter die Wellen geht und rumfährt. Wir kehren nicht per Boot zurück. Nicht nötig. So, ich weiß, ich kenne die Charaktere auch alle gar nicht. Ich weiß nur, dass ich den Typ mit dem Anker gerne hätte, den Voice-Actor kenne, den Deutschen. Den kennt ihr auch. Den kennt man aus 1000 verschiedenen Dingen. Deshalb würde ich ihn gerne mitnehmen. Nun, gib mir einen Moment, damit ich eure Landung planen kann. Ei, ei, Captain. Für mich hört sich das wie die Aufgabe deiner Navigatorin an. Afia! Ah, nun gut. Dann entscheide du, wo wir an Land gehen. Ich weiß gar nicht, wie relevant das ist. Ich freue mich da wirklich auf die größeren Missionen. Ich sag, die haben wir ja schon gespielt. Ersten Eindruck. Wir haben doch nur A4 und Toya. Meine Klinge ist dein. Toya aus Ninjago. A4 muss mit. Was können die hier? Toya kann schwimmen. Können Skelette schwimmen, meine Kerle? Frage an die Community. Ich denke nicht, dass ein Skelett schwimmen kann. Wir haben das doch alle gesehen in Fluch der Karibik, dass die Skelette unter Wasser gelaufen sind. Also bitteschön. Achso, je mehr Missionen wir spielen, desto mehr von diesen Perlen da unten kriegen wir sowieso. Oder ist das das Level-Up-Zeug für die Fähigkeiten? Gut, Afia muss mit. Seht ihr, was das ist? Kann Rankenpflanzen klettern. Dieses Crewmitglied kann klettern und schwimmen. Okay, na dann. Man kann random einstellen. Na, okay. Die ballern ganz schön viel auf diesem Schiff rum. Gut. Erstmal da schauen, wie die Steuerung funktioniert. Das Boot verschwindet. Wie gesagt, ihr braucht es nicht. Oh ja. Ich glaube, dies ist der Augenblick, in dem ich gestehe, dass ich nicht schwimmen kann. Keine Sorge. Ich kann also mittlere Maustaste gedrückt halten, die Karte zu drehen. Das ist nicht schlecht, dann brauche ich nicht die ganze Zeit WASD zu klickern wie ein Trottel. So, ich sehe hier oben gerade sonst niemanden. Ansonsten haben wir wohl gerade direkt verkackt. Das Gerecht nimmt Form an. So, der Plan ist es, die Strickleiter runterzulassen. Da vorne werden wir dann wahrscheinlich den Schattenmodus vom Spiel gezeigt kriegen. Für Nichtschwimmer, wie gewünscht. Schon mal versucht, mit einem Säbel in der Brust zu schwimmen? Nein, aber ich kann schwimmen mit nur einem Arm und nichts auf den Rippen. Die perfekte Nun, ich Balance. Bleib lieber tragen. So. Das ist etwas Besonderes. Und über die Sünder wurde das Urteil gefällt. Schauen wir mal, wie wir die Sache hier angehen. Ja, die zwei haben null peripheres Sichtfeld. Der Tod ist keine Niederlage. Ein Festschmaus. Was ist das hier? 1 und 2, okay. So, hier funktioniert das. Wir haben es schon einmal. Ich drücke hier auf A. Können wir es auch wieder. Ich drücke hier auf A und wie löse ich das aus? Damit? Nein? Ah, okay.
Ich guck da unten in die Ecke nach X und umschalte. Hier sind aber zwei gigantische Buttons in der Mitte. Wie erwartet. Und das ist im Prinzip das, was die Spiele von Mimimi Games ausmachen. Dieser Schattenmodus. Haben alle drei von den Spielen gehabt. Also Blades of the Shogun, Desperados 3 und auch das hier. Das ist im Prinzip das, was sie wirklich neu drin haben, was auch wirklich richtig, richtig cool ist. Ich hatte ja schon gesagt, wenn ich hier wirklich irgendwo hardcore versagen sollte, dann lade ich einmal, also dann lade ich natürlich neu und spiele dann so, dass es funktioniert hat und ich schneide dann zu dem Try um, der funktioniert hat. Ihr müsst mir nicht fünfmal zugucken, wie ich irgendeine Situation nicht hinbekomme. Scheint, unsere Arbeit ist nie getan. Ein gutes Entree? Präzision präzise ist zuschlagen. Deine Seele ist. Na dann, kommt mal ran hier. Ich bin hier. Und ich den Quatsch irgendwie umschalten, dass ich das alles gedrückt halten muss? Da muss ich mal nachschauen. Ne? Die Gelegenheit ruft. So, er da ist noch übrig. Sonst sehe ich niemanden, der in die Richtung guckt. Oben auf den Türmen ist niemand. Was will denn die Tutorial-Rolle hier von mir? Ich weiß nicht, wie lange die Tutorials gehen. Der Sichtkegel zeigt an. Ja, ja, bla bla, schwätz, schwätz. Ich weiß, wie Sichtkegel funktionieren. Danke, Spiel. Mir gefallen diese Aussichten. So, ja. Beim Heben die Beine einsetzen. So ist es. Kann ich den da unten einfach so abgreifen? Ich kann da einfach rechtsklicken machen und dann sehen, wo die Leute hingucken, oder? Funktioniert das doch nicht. Na, ist auch ziemlich egal. Ich glaube nicht, dass jemand hier runter guckt. Und wenn doch, was soll er machen? Hier runterkommen? So, dann gucken wir mal, wie wir die Sache hier angehen. Ich habe vergessen, wie wir es letztes Mal gemacht haben. Er ist also dort, um auf den Riss aufzupassen. Wenn wir den töten, dann werden die drei hier ja durcheinander. Und den da können wir mitnehmen. Das heißt, wir schnappen uns den. Ich glaube, die genießen. Den sieht ja, glaube ich, niemand. Wir schauen mal, wir müssen hier so spielen. Hier schaut man sich an, wo der weakest Link ist. Bedeutet, wer ist der Charakter, der nicht gesehen werden kann? Wow, hallo. Wo ist der Charakter, der nicht gesehen werden kann? Ich schätze, du da bist das, mein Kerl. Dann können wir nämlich hier außenrum räumen und können dann in der Mitte ordentlich Platz machen. Was haben wir denn da? Fürchten wir nicht die. Sieh an, sieh an. Ohne schwarze Perlen sind sie nicht mehr als Kadaver. Kadaver! Gut, wir warten einmal, dass er noch eine Runde dreht. Die Zeit ist auf unserer. Wobei, ich glaube, wir kriegen das hin. Mir gefällt schon nicht. Zuvor, Kommissarius. Ich hab geflunkert, wir kriegen es nicht hin. Was haben wir denn da? Uhuhuhu. Zum Ruhme der Maid. Zum Ruhme der Maid. Weiterhin diese verdammten Piraten bestrafen. So ist es, mein Versuchen Kerl. Versuchen wir es mit einem neuen Rezept. Der Kampf beginnt. Der Duft. Er ist lässig, der Typ da in der Mitte. Herrlich, nicht wahr? So, wenn der sich dreht, schnappen wir uns den da, in der Hoffnung, dass den niemand sehen kann. Der Sieg ist mein. Beim Heben die Beine. Er tötet ihn ein bisschen schneller als die. Wie heißt sie? Ich vergesse den Namen als. Was springt für mich Afia, dabei, ich will die ganze Zeit einen Tee da irgendwo mit reinpacken. So. Es muss aber sicher irgendwie eine Möglichkeit geben, dass ich einfach Rechtsklick auf den Boden machen kann. Und dann sehe, wie weit die anderen so sehen können, in Anführungszeichen. Die Verfluchten ihrer Perle beraubt, sind aufzuknüpfen. Ich übernehme das. Folterung zu salben. Okay, cool. Den da kann ich mir nicht schnappen, weil der da guckt. Das heißt, der da ist aktuell der weakest Link für uns. Schnappen wir uns den. Müssen nur gucken. Der kann soweit nicht gucken, nein. Nein, 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 nein.
kann er mir nicht erzählen. Guckt der da so weit? Dann müssen wir nämlich einen zweiten Charakter ranholen. Ja, der guckt so weit. Shoot. Wir könnten versuchen... Eine simple Täuschung. Mich, dass der daherkommt, ne? Okay, passt auf. Ich trage diese Last. Wir schmeißen unseren kleinen Kerl darunter. Ich komme wieder. Oder auch nicht. Verbrenn den vermaledeiten Tropf. Vielleicht im Unkraut versteckt. Mal sehen. Ich kann dann. Die Zeit ist unsere Verbindung. Ich wusste nicht, dass er runtersteigen will, wenn ich das mache. Ich habe gedacht, er wirft den Kerl da einfach hin. Ich komme wieder. Okay, so macht das. Ein bekanntes Lied. Das war nicht bloß ein Tier. Kommt er her, oder? Uff, der will nicht wirklich hier hochkommen. Das wäre ja schon ziemlich hardcore. Unser Ziel ist klar. Absolut gar nicht das, was ich haben wollte, aber na gut. Yoshi. Auch okay. Guter Geschmack. Ich wollte eigentlich, dass der runter zu meinem Püppchen geht. Da kann ich das Ding wieder einsammeln? Okay, anscheinend. So, siehst du den Mann da? Sehr vernünftig. Wenn nein, ist er nämlich jetzt gleich tot. Und dann seid ihr da unten alle dran. In einer heiligen Urne aufgefangen werden, in der sie dann verbleibt. Ich bin die Klinge. Oh, das ist übel für dich, mein Freund. Deine Kumpels sehen dich nicht. Das Schiff entkommen konnte. Beim Heben die Beine einsetzt. Ei, hey, Kommissarius. So. Mal sehen, Afia. Was draußen ist. Wir müssen jetzt mal testen, ob du den Typ da angreifen kannst und die anderen alle gestunt werden dadurch, so wie das im Tutorial gewesen ist. Da ist der, da dreht sich um und wir hauen richtig auf die Kacke. Ich bin bald dort. Du behältst den Riss im Auge. Meine Seele ist entfesselt. Anscheinend. Wettrennen liefern. Na dann, stechen wir die mal alle gemütlich ab. Ich bin ziemlich sicher, dass das in der Demo nicht so gewesen ist, die wir für den ersten Eindruck gespielt haben. Wir sind hier alle Halsabschneider. Wird erledigt. Dass die hier so durchgedreht sind deswegen. Weil es ist auch ein bisschen hardcore, dass ich einfach hier durchgehe und die nacheinander alle niedersteche, wie... Lass dich nicht von der Flamme erwischen. Als wäre das gar nicht cool. Jetzt wird das was. So, das da kann ich jetzt aktivieren. Hallo, hallo. Oho, ist das unser Ausgang? Dann ist das Spiel hier sehr modular, wo man anscheinend aussuchen kann, wo man startet, wo man rauskommt. Wir können über die Zeit bestimmen. Und auch heute wird sich daran nichts ändern. Jetzt rette die Crew und bring sie durch das Tor. Ei, ei, Schiff. Gael, John und Quentin sind noch immer in der Gegend. Geil. Pinkus und Theresa wurden hier. Pinkus ist der Spion, glaube ich. Irgendeines verworrenen Ritus. Es gibt einen Scharfschützen. Das weiß ich. Das ist ja auch so eine Standardklasse in den Spielen hier. Schönes Armtraining, Frau Navigatorin. Wenn du zu kämpfen hast, schau dir meine Technik. Teuer! Keine Sorge, ich krieg's schon hin. Denk nicht, dass wir Teuer in nächster Zeit loswerden. Teuer macht mir richtig Spaß. Gehen wir woanders hin. So, der da hat was? Eine Kiste und eine Angel mit dabei? Der lenkt Leute ab, schätze ich. Wer bist du? Das ist der Mann mit dem Anker. Das ist der, den wir haben wollen. Ich bin ziemlich sicher, dass wir alle den Voice Actor kennen, wenn wir den erstmal hören. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen? Die Kanonen-Lady wollen wir natürlich haben, weil die ist mit Sicherheit einfach nur cool. Wahrscheinlich kriegen wir sie alle und sie werden alle cool sein. Normalerweise haben die hier wirklich starke Charaktere. Vor allen Dingen... Ich sag's die ganze Zeit, die Einheiten, die man in... Blades of the Shogun hatte, waren alle richtig gut gewesen.
Das waren so richtige Kommandos 2-Einheiten, auch mit dem Hund und so. Ich meine, ja, das war so ein Tonaki gewesen. Ihr wisst natürlich alle, was ein Tonaki ist, da brauche ich euch ja nichts zu erklären, was? Das sieht der Mann da unten nicht wegen dem Helm. Geht ja gar nicht anders. Okay, Doja. Hat jemand Hunger? Oh ja. Schauen wir uns die Situation hier unten nochmal an. Wir haben ein Maidenfeuer. Wir haben niemanden hier oben, aber man kann hier rumklettern in der ganzen Konstruktion. Das heißt, jemand könnte hier unten in das Gebüsch. Jemand. So, der da kann sehen. Kann irgendjemand den Mann da unten sehen? Ja, der da leider. Schade. Wenn wir dem da die Zeit verlangsamen und den da unten abstechen, bringen wir das aber alles auf die Kette, was? Kommen wir irgendwie da runter? Kann Toya da einfach irgendwie hinschwimmen? Ich denke schon, oder? Wir kriegen Toya da schon irgendwie hin. Ich folge dem Plan. Schauen uns die Sache mal an. Wenn der hier reinspringt, kann der da rüber schwimmen, oder? Wir gucken mal. Das ist ja auch, sag ich ja, das Coole an so Spielen hier. Jeder von euch kann das komplett anders lösen, als ich das hier mache. Und es kann trotzdem mindestens genauso gut oder sinnvoll gewesen sein. Eine Frage, Marley. Ignacia hat sich 5 von uns geholt. Warum sind Sulady und ich an Deck geblieben? Sie hat hier etwas entdeckt. Ein Rätsel, das zum Schatz des Kapitäns führt. Offenbar steht da was von 5 aus der Marley-Crew. Wir werden selbst nach diesem Rätsel suchen. Sobald die anderen in Sicherheit sind. Okay, jetzt müssen wir gleich ein bisschen aufpassen, damit wir hier kein Durcheinander kriegen. Der da muss da hinten sein, glaube ich. Und der da muss sich gerade frisch umdrehen, damit wir hier zurechtkommen. Eigentlich wüsste ich nicht, ob er uns jetzt gerade davon abhalten soll, den Typ da zu schnappen. Also, dass der da sich gleich dreht. Ach, der hier unten natürlich. Oh, Mann. Okay, der geht nach hinten. Wenn der da sich umdreht, legen wir los. Dann verlangsamen wir dem da die Zeit und stechen den da unten ab. Ein Fingerschnipsen. Okay. Ein Riss im Glas. Zeit verlangsamen. Ah, jetzt ist es aber gerade schwierig. Der muss hochgucken, damit das funktioniert. Okay. Und Toya. Einmal schnappen. Los geht's. Oh, einen Moment. Schwerer Kunde. Das war knapp. Aber genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Okay. Dann weiter mit dem Spaß. Der sieht den da nicht, glaube ich, was? Schon unterwegs. Du, da drehst dich mal um, mein Freund. Lauf, lauf. Der Kampf beginnt. Na, komm mal. Das war nicht das, was ich wollte. Möglichkeiten kennen kein Ende. So, die große Idee war, dass der da durch das Siegel da durchläuft. Das scheint da wohl nicht zu passieren. Ich folge dem Plan. Das scheint da wohl nicht zu passieren. Also locken wir den hier runter. 7. Die Falle ist bereit. Kinderspiel. Nun denn, wer war das? Niemand war das. Ja, da könnte jetzt aber gerade problematisch werden, was? Möge der Ritus des Verhörs beginnen. Die Finsternis wird dir nicht ewig Schutz bieten. Ah. Dieses Unkraut niederbrennen sollen. Miss, berechne. Blut und Schweigen. Das Gericht nimmt Form an. Nicht mal im Ansatz, so wie ich es gerne gehabt hätte. Legen wir los. Gut, Frau Mafia. Sie an, Sie an. Der Kommissarius ist jetzt nicht mehr wirklich ein Problem. Eieieiei, keine Angst, ich werde schon noch besser. Jetzt wird das was. So. Gehackt und so, ja. So sieht's wohl aus. Eine treffliche Mischung aus Erinnerungen.
Unser Ziel ist klar. Mal sehen, was da draußen ist. Ich nehme Maß. Das funktioniert nicht, sehe ich da gerade. Die muss da hochklettern. Wird erledigt. Mein Leid vergeht. Ich bin allzeit bereit. Dann machen wir es einfach nicht besonders fancy, sondern stechen die Jungs einfach nieder. Gut, schnappen wir uns hier an den beiden Leute aus der Crew. Die Gelegenheit ruft. Wen haben wir denn hier oben? Ich bin bald dort. Sorry. Das ist der. Doch, das ist der Spion. Ja, und die ist die Scharfschützin, die hat die riesen Armbrust auf dem Rücken. Was bringst du mich dabei heraus? Na dann. Einmal hier hin, nach oben gehen, Mission fertig machen. Und dann spielen wir das nächste Mal eine Mission, die ich auch noch nicht kenne. Also wir sind jetzt noch nicht durch, wir müssen noch nach oben. Wir müssen ein paar Dinge tun. Der Quartiermeister weilt wieder unter uns. Gehen wir alle mal in Entdeckung. Das war der letzte. Gut, welch Labsal. Also, suchen wir nach dem Hinweis, den der Kapitän uns hinterlassen hat. Ich habe einen Blick ins Herz der Insel geworfen. Ein paar geeignete. Also die Jungs hier muss man gleichzeitig töten. Das ist auch neu an dem Spiel hier. Verdächtig, was? Das hatten die beiden Spiele vorher nicht so ein System. Allerdings, wir müssen wissen, was die wissen. Außer das ist später in Desperados 3 passiert. Ich muss zugeben, das habe ich nicht fertig gespielt. Aber nicht vergessen, die Seelen der Geeinten sind einzig. Weil das war mir ein bisschen zu viel Rumgeballere einfach im Endeffekt. Die Charaktere konnten ja alle schießen. Ja, ich weiß, Red Marley, und die Leute wissen das auch. Ich hab's ihnen schon gesagt. Die zusammen, oder gar nicht. Also, Camp ausräumen, oben ausräumen und dann weiter. Teuer. Du musst hier hoch. Ein Schatzhinweis verborgen inmitten von Ruinen. Mordecai war ein Romantiker. Ist hier sonst niemand unterwegs? Nur die da? Da oben ist noch einer. Schier endlosen Liste von Hinweisen bis zu dieser Insel hier gefolgt. Und wie immer setzte uns Ignacia zu. Ist das wahr? Sie ist diejenige, die Mordecais Seele verbrannt hat? Ei. Klingt wild. Sie hat uns unseren Kapitän genommen. Doch mehr kriegt sie nicht. Der Schatz ist für uns bestimmt. Vorsicht oben! Für den Kapitän! Schau sich einer diesen Kran an. Das ist doch ein Unglück mit Ansage. Ein guter Plan, Frau Navigatorin. Aufgepasst! Den lassen wir mal hier oben liegen. So hoch können die Leute ja anscheinend meistens gar nicht gucken. Hinterfragen wir nicht das große Ganze. Ei. Ach ja, so Piraten-Theme ist auch immer nice. Krieg ich mal sofort Lust, Sea of Thieves zu installieren und Flucht der Karibik zu gucken. Das halte ich an jetzt. Ich glaube, einen Flucht der Karibik-Teil gibt es, den ich noch gar nicht gesehen habe. Ich bin mir da zu 99% sicher. Tempo ist essentiell. Ich kann die Geeinten oben auf der Klippe sehen. Leichte Beute, wenn wir zusammen zuschlagen. Gut, eins nach dem anderen. Das lässt uns nicht los, was? Oh ja, auf dich lustig zu machen. Den da können wir uns einfach so schnappen, oder? Der strullert da hinten oder so. Immer diese Leute, die während der Wache strullern gehen müssen, die sterben immer als erstes. Kann man nichts machen, ist so. Na gut. Mir gefallen diese Aussichten. Der guckt nach da, der guckt nach da. Absolut kein Ding. Ist der hier wirklich alleine? Sehe hier oben zumindest niemanden, der den sehen könnte bis da runter. Heißt, wir haben von hier aus einen Schwertsprung. Und den da machen wir Wakizashi. Die da hinten machen für Elefants. Würde ich sagen, machen wir hier mal ein Setup. Huh? Nein, das da. Doofkopf. Feuer? Versuchen wir, die Beine einsetzen. Gute Sache, gute Sache.
Kein Rückzieher, was? So, die Sache ist die, töten wir hier unten alle oder lassen wir die Jungs hier stehen, weil theoretisch ist es egal, denke ich. Also wir müssen gleich irgendwo hin zurück und haben dann wirklich Ärger. Aha, wir müssen hier an der Seite hoch. Na gut. Dann, siehst du die beiden da in der Mitte? Das ist nicht so geil. Da müssen wir warten, dass der rumkommt. Wie weit guckt ihr? Ihr seid turboblind, ihr zwei, oder? Jawohl. Wirklich kein peripheres Sichtfeld. Die gucken einfach mit zusammengekniffenen Augen starr geradeaus. Okay. Grässliche Blätter. Hockst du da drin? Das war aber gerade ein Perspektivproblem gewesen. Da brauche ich nicht mal neu zu laden. Ich bin hier. Komm raus. Da brauche ich nicht mal neu zu laden, ist ja nichts passiert. Mensura, Calcula, Rectifica, berichtige. Das Urteil der Meister. Da mache ich mich drüber lustig, dass die Jungs nichts sehen können. Und dann schleiche ich da in das Gebüsch und die können mich plötzlich sehen, ja? Der Wind hat sich gedreht. Etwas unerwartet. Der Tod ist. Diesmal hat es funktioniert. Direkt auf den Punkt gebracht. Schon unterwegs. Einmal hinsetzen, einmal rüber schleichen. Fuck. Wir müssen jetzt eh schnell hier ran. Yoshi. Solange der da unten unterwegs ist. Jetzt wird das was. Oh. Hat jemand ein schwerer Kunde. Was hebt an? Kein Blick zurück. Okay. Ich bin bald dort. Dann können wir dem da eigentlich das Ding anheften, oder? Ich weiß nicht genau, wie wir die drei hier sonst kriegen sollten. Die sehen sich gegenseitig. Wir können versuchen, den abzulenken mit Toya. Ist das Schlachtfeld. Ist das? Wird erledigt. Das sollte funktionieren, was? Beweg dich wie Wasser. Bereit zum Zuschlagen. Denn, wer war das? Ein bisschen eng werden. Der Kampf beginnt. Möge der Ritus des Verfers. Einarmige Technik. Ich bin ein Diener des großen. Shoot. Ich bin getroffen. Ah, diese Erinnerung. Fein gehackt und. Okay, nochmal. Diesmal benutzen wir die Pfeife an einem besseren Zeitpunkt. Kinderspiel. Dann geht das auch schon. Ich hatte nicht ganz darüber nachgedacht, dass der Kommissarius ja auch weg sein muss. Muss er eigentlich gar nicht. Legen wir los. Du da. Mir gefällt's schon jetzt. Die perfekte Balance. Beweg dich wie Wasser. Okay. Gutes Timing. Eine erlesene Wahl. Jetzt müssen wir ein bisschen mitdenken für eine Sekunde. Sehr Tradition. Denn, wer war das? Die Blätter verbergen alles Mögliche. Meint. Die Gelegenheit ruft. Einmal Schwert und Ausführung. Da haben wir noch den Mann da oben. Der ist dann aber relativ egal. Meine Seele ist Rasiermesser scharf. Wir können einfach hier hochklettern und dem Typ ins Gesicht springen. Absolut kein Problem. Jetzt müssen wir nur herausfinden, wer hier oben auf welcher Seite besser aufgehoben ist. So, der da guckt hoch. Bedeutet es wahrscheinlich einfacher, den anzuspringen mit dem Säbelangriff. Heißt, wir schicken Afia hier hinter. Und Toya macht die andere Seite.
Was heißt denn eigentlich mehr oder weniger Munition auf höchste Schwierigkeit? Wir haben doch gerade auch nur einen Schuss mit dabei. Oder hat man dann die Pistole gar nicht mehr, weil die Pistole quasi Cheats ist, in Anführungszeichen. Ein Sinken durch das Herz wird erledigt. Funktioniert das so? Können die bis hier hochgucken? Die Worte des Piraten ergaben keinen Sinn für mich. Auch für mich nicht. Gut, solche Rückendeckung zu haben. Direkt auf den Punkt gebracht. Na, dann stemmen wir uns den netten Mann da. Schwer. Werfen den hier runter. Unmöglich, leider. Werfen den hier runter, lassen den da liegen und sind zufrieden damit. Meine Kombüse ist das Schlachtfeld. So, kannst du mal kurz aufhören, über deine Kombüse zu reden? Das ist irgendwie ein bisschen creepy. Ich will den Seven-Sided Strike benutzen. Das, was er gesagt hat. Du kannst nicht bis hier runter gucken, nicht? Nein, kannst du nicht. Okay, ich bin bereit, G zu drücken. Seven-Sided Strike! Schwerer Kunde. Okay, der geht da weg, wo er gestanden hat, ja? Ja, ich weiß, wir sind bereit, dass er fort ist. Er hat wieder runtergeklettert. Der kann nicht mal bis nach hier unten gucken, was ist denn los bei dem? Gut, klettern wir dem netten Mann da mal hinterher. Wenn er sich umgedreht hat. Guter Geschmack. Einarmige Technik. Bleiben alle ganz cool. Da sind die Geeinten, ja. Und da ist der Tisch mit deren Forschungsberichten. Jetzt zusammen, Frau Navigatorin. Beide Geeinte müssen fallen. So, prinzipiell. Die eine, die andere wieder. Sollte das hier niemand gesehen haben? Ach, da unten hätte man nochmal rumgekonnt, wenn wir nicht zusammengegangen wären, ja? Ich komme wieder. Wie kriegen wir jetzt nochmal Schattenmodus erklärt? Ich bin bereit für dich. Kommst, gehst du da rein? Gehst du da rein? Seven-Sided Strike. Whoa! Diese Jagd geht nun schon zu lange. Einmal Maß nehmen, siebenmal aufschlitzen. Nur ein Moment. Was springt für mich dabei heraus? Kein Rückzieher, was? Pause. Pistole. Pistole. Da droppen sie beide. Na dann, Frau Navigatorin. Toya hat keine Augen, also wie wär's, wenn du das Ding lesen gehst? Jetzt wird das was. Wenn du lesen kannst. Davon gehe ich aus. Ich meine, als Navigator, also. Rituelle Notationen, Tabellen der Verderbtheit. Hier findet man ja kaum etwas. Lass mich mal einen Blick durch deine Augen werfen. Bitte nicht, das klingt gruselig. Oh, das fühlt sich anders an. Dort, ein Brief mit Ignatias Unterschrift. Hm, hör sich das einer an. Alle Teile, die zu den Worten des Rätsels passen, sind nach New Crockbury zu schicken. Meinen Sachbeigern dort wird der ursprüngliche Text übereignet. Klingt das so, als würde du da mal vorbeischauen. Erkenntnisse überprüfen können. New Crockbury, was? Dann wissen wir jetzt wohl, wohin die Botschaft eures Kapitäns ging. Ei, Frau Navigatorin. Wir müssen sofort Kurs dorthin setzen. Na dann, na dann, na dann. Ziel abgeschlossen. Das kam irgendjemand Neues mit dazu hier unten oder können wir einfach so lostingeln? Ich kann mich noch an unseren letzten Besuch in New Crockbury erinnern. Das Essen war essbar. Essen Skelette? Die Inquisition hat dort nun das Sagen. Statt des Skelette essen für nur Bananen. Für Sehenswürdigkeiten werden wir wohl wenig Zeit haben. Zumindest nicht für die, die da offen herumstehen, oder? Mir gefallen diese Aussichten. Gut, sieht aus, als wäre hier niemand mehr extra mit dazugekommen. Dann teleportieren wir uns auch zurück aufs Schiff, gucken wir, was da so geht. Auf den Punkt gebracht. Weiß nicht, ob wir schon direkt ein neues Crewmitglied kriegen oder was. Sag, so weit ging die Demo. Aber jetzt ist er noch für mich neu. Zurück auf die Mali. Die Kombüse warte. Puff!
Ja, wir haben, glaube ich, einen Alarm ausgelöst. Huh? Finde und töte alle Entwickler. Juan Rojo. Angekommen, Doppelgipfel, erster Schritt, zurück auf die Male. Nutze alle Risse, Entdecker Toya. Schließe auf allen Inseln eine Mission mit diesem Crewmitglied ab. Okay, das heißt, es gibt 10 verschiedene Inseln, ja? Gehe ich mal von aus jetzt so spontan? Da kommen wir rein und zapp, zapp, zapp. Ih, der zeigt an, wann wir geladen haben. Ist ja gruselig. Na dann. 24 Mal Quicksave, schön. Ah, nur 3 Mal neu geladen, also bitteschön. Und das auch nur, weil ich mich ein bisschen verklickt habe und Trottel bin und die Steuerung noch nicht so ganz unter Kontrolle habe. Das war mal was. So, wir haben jetzt aber keine neue Perle gekriegt, ja? Gut. Bei einem neuen Crewmitglied bin ich mir nie so sicher. Mhm. Cool, cool. So, mit der Mali sprechen, dann machen wir das nochmal. Ich würde gerne wieder so wie letztes Mal so weit gehen, dass wir die Mission auswählen können. Das ist, glaube ich, dann ein guter Schlusspunkt. Ja, aber jetzt brauchen wir die auch wieder. Ich habe meinen Skeletten gesagt, sie sollen sie in ihre Kajüten bringen. Gute Idee. Wir müssen sie schon bald wiederbeleben, doch wir brauchen mehr Seelenenergie. Korrekt. Eine ergiebige Quelle wäre nett, was? So ein verfluchtes Schmuckstück oder was in der Richtung? Ei, vielleicht finden wir jetzt in New Crockbury. Ich setze sofort Kurs darauf. Noch nicht, Frau Navigatorin. Oh, was denn, was denn? Ich möchte, dass du dir noch etwas. Du hast einen Trainingsraum für mich hergestellt? 5 aus der Mali-Crew mögen sich versammeln. Ja, aber jetzt sind wir ja zu 6. Ein Zitat aus dem Rätsel des Kapitäns. Irgendetwas hat das in mir ausgelöst. Mit dem Äffchen. Du musst mit Estelle sprechen. Mit wem? Dem Affen? Ei. Die kennt mein Inneres besser als ich. Vielleicht kann ich mir die Crewmitglieder kurz anschauen? Nur damit ich Überblick bekomme, wer die Jungs überhaupt so sind. Info. So, wir haben Sulady. Kann schwimmen, kann hier. So, kann die Wache eine Weile ihren Posten verlassen lassen. Verlassen lassen. Verwischt die Spuren. So, Gail Lebrie. Heldenskills Kanone abfeuern. Fügt über magisches Batterieb, das Verbündete ziehen kann. Okay. Okay. Mr. Mercury, zu Diensten. Mr. Mercury, das ist der Mann, nach dem wir suchen. John kann mit seinem Anker ein Portal öffnen, wo er sich, falls nötig, ewig verstecken kann. Nett. Kann durch ein anderes Portal zurückkommen, mit Schwung den Anker in die Luft schleudern. Sir Reginald. Nichts dagegen, sich umzusehen. Spurenbeseitiger Infiltrator. Das wird unser nächster Pirat, wenn das Spiel uns... Stets zu Diensten. Die Wahl ist. Mr. Mercury, zu Diensten. Von Preswald, stets zu Diensten. Ich habe das Gefühl, den Voice-Actor kenne ich auch. Das ist der Spion, oder? Gleicht sich zum Einsatz in der feindlichen Linien, kann getarnt unentdeckt an Wachen vorbei. Genau. Unter Sternensicht Kegel kommen. Theresa, bereit zum Dienst. Die ist blind und hat eine Hakenhand und ein Holzbein. Natürlich ist die Scharfschützin. Wer sonst? The Lady zu Diensten. Wer sonst, wenn nicht die Frau, die komplett im Arsch ist und nicht dafür direkt gemacht ist, um schießen zu können, weil die nicht mal Augen hat. Aber hey, Toya kann ja auch nichts sehen. Also schon, er hat so ein blaues Laserauge. Estelle? Hast du noch eine Perle in der Gegend Estelle, rumliegen? Wie ich vermute. Bedauere, ich spreche kein Äffisch. Ich habe einen kleinen Vogel in Sea of Thieves, der fliegt auf meinem Schiff rum. Mögen sich versammeln. Kannst du mir was zeigen? Gibt auch eine Banane. Hey, jetzt warte doch mal. Ach, der Trainingsraum. Kein Rückzieher, was? Ich glaube, wir mal. Sind da. Kannst du mich hören, Mali? Ei, aber ich kann dich kaum spüren. Ei. Ich werde deine Augen und Ohren sein. Direkt auf so, den hier Punkt unten gebracht. Ist ein Sie Kompass, ein Haufen Piratenwaffen. Ein und eine mysteriöse Tür. Das ist kein Tisch, das ist ein Kompass. Der zeigt immer nach da, wo der rum ist.
kann und werde ich. Das heißt, hier unten müssen sich 5 Leute aus der Crew versammeln, damit die Tür da aufgeht. Oh, 3 Dinge. Eine mit Ketten verriegelte Tür. 3 Schalen oben und kein Schloss. Da kommen Bananen rein. 5 aus der Marley-Crew mögen sich versammeln. Estelle? Kannst du wohl Toya hier runterbringen? Dann gibt's auch 2 Bananen. Wo habe ich denn die ganzen Bananen alle her? Und Toya ist gerade in der Küche, der kann nicht einfach so hier auftauchen. Frau Navigatorin, ich habe eine Crew zu versorgen. Und dennoch meint Estelle... Das sind alles Skelette, so wie du. Was sollen die denn schon bitte essen? Entschuldigung, ich könnte den Schlüssel zu jener Tür haben. Erklär mir das. 5 aus der Marley-Crew mögen sich versammeln. Ich meine, das macht dich zum Teil des Rätsels. Naja, und den Rest der Crew auch, was? Aber was schlägst du vor? Wir sammeln Perlen? Meine Kombüse ist da. Ah, der Tisch. Hier haben wir unsere Kontrakte besiegelt. Ein Dolch für jeden von uns. Dann wart ihr aber mal ein paar mehr. Du hast nicht zufällig diesen Dolch dabei? Immer. Spielen wir deine Unterzeichnung nach. Ich will sehen, dass es ein cooler Dolch ist. Ja, geht. Ei, bereit an Land wie auf See kulinarische Beute die Stimme vom Captain zu machen und die perfekten Rezepte für die Toten zu entdecken. Hey, eine Kette weniger. Ja, aber dann fehlen trotzdem noch die Sachen, die in die 3 Schalen ich da oben müssen. Ich gehe davon aus, dass ich das richtig gemacht habe. Ja, du hast deinen Spruch gesagt. Dann ist alles klar. 5 Ketten für 5 Crewmitglieder. Ja, was ist mit den Schalen? Schlussfolgerung. Du warst bei diesem Rätsel schnell mit der Lösung. Estelle hat geholfen. Es gibt hier noch mehr zu entdecken. Mal sehen, welche Antworten uns in New Crockberry erwarten. Na, hoffentlich die Möglichkeit, neue Piraten zu haben. Wir können nun Kurs auf New Crockberry nehmen. Setze den Kurs, wenn du soweit bist. Ei, ei, Red Marley. Jedes Crewmitglied hat seine Geschichte. Yeah, Mach mal die Lämpchen an. So, das können wir doch noch gar nicht machen. Wir sind auf 0. Upgrade freischalten. Lebenskraft. Erfolgreiche Abschließung von Missionen. Kann ich denn nachgucken, was das bringt? So, schaltet großes Blinzeln frei. Größere Reichweite nicht durch die Sichtlinie eingeschränkt ist. Das ist extrem stark. Okay, der ist aber nicht unbegrenzt oft einsetzbar. Katashiro! Schattenschritt, verschwindet der Katashiro nicht mehr und bewegt sich stattdessen zu Toyas vorheriger Position. Nett, aber nicht annähernd so stark wie großes Blinzeln. Es sind noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Leute in der Crew, aber 8 mit mir. Okay. Dann, ne? Setze Kurs, Frau Navio Crumbery. Ein kleiner Handelsposten mitten in den zeitlosen Gestalten. Das sieht wirklich aus wie ein, Zuflucht für Schiffe und Kaufleute unter wie ein Handelsposten aus Sea of Thieves. Die Bewohner wurden entweder eingeschüchtert oder umgesiedelt, um Platz für Ignatias Pläne zu schaffen. Der Hafen wurde ausgebaut und Lagerhäuser definitiv sind im Bau, um der ständigen hereinkommenden Fracht Herr zu werden. Verfluchte Gegenstände aus allen Winkeln der Gestade sind dort. Na, das klingt so, als hätten wir ein paar schwarze Perlen da. Hinweisen zu dem Rätsel des Kapitäns untersucht zu werden. Easy. Dann sehen wir uns nächstes Mal zu Episode 2 in Fragmente auf New Crockberry. Bis dahin, danke fürs Schauen, Like und Abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.